So, da sind wir wieder zum, ich denke mal, vorerst letzten Duell. Richtig in dieser Aufnahmesession. Jo, nachdem ich ihn so abgezogen habe. Das war jetzt echt böse, Das muss war ich. richtig übel. Aber das war gut getaktikt. Vor Ja, allem aber richtig gut getaktikt. guter Zufall war immer dabei. Tick-Tack. Dadurch, dass deine Exodia-Karten. Na gut, es waren ja alles Exodia-Karten. Richtig. Ui. Ich darf übrigens beginnen und Oh, jetzt hat er wieder sein Panda. ja, ich habe jetzt mal mein Psi-Deck rausgeholt, womit ich dich doch schon mal so verprügelt habe. Ja, deswegen legen wir das erstmal hin. Wir legen das und das. Meine hat jetzt auch nichts so der Deck. Du bist so verdächtig still. Ja, ich bin am Lesen. Also. Auch wenn ich es nicht kann, aber ich versuch's trotzdem. Okay. Mühevoll. Schön, schön, dass du dir Mühe gibst. Ja, nee, ich habe jetzt auf jeden Fall auch ein Exodia-Deck mit jeder Exodia-Karte zweimal drin. Ja, es würde es gehen. Nee, ein Match können wir nachher noch machen, aber da können wir vom Regeltyp Unlimited machen. Guck mal. Warte mal. Ich will dich mit der Toon World besiegen. Verrät er schon seine Taktik. Vielleicht war das so bloß ein Bluff. Vielleicht. Vielleicht aber nicht. Beschwören erstmal das. Und ich Okay. darf nicht. Warum darf ich nicht? Das sind zwei und das sind vier. Ach, weil du gerade was dagegen hast. Wähle eine Karte zum Abwerfen. So, ich habe mal deinem Psi-Springer umgehauen, weil ich der Auf Babu die. bin. Du hast dem Psi-Springer mal auf die Sprünge geholfen. Und du hast jetzt Leben verloren. Ja, weil du einen Monster mit 1900 Verteidigung hast. Ja, ich habe den Ah, glänzenden Ritter. diese Karte ist Stufe 4, solange sie auch. Ja, das ist so Genau so wichtig. ist es. Das ist es. Das Wichtigste an der Karte. So. So. Ja, ich möchte den Effekt aktivieren. Hast du was dagegen? Hm? Hast du? Hast du? Hast du? Eigentlich schon. Was ist das verdammt nochmal? Okay. Zwangsevakuationsgerät. So, da sind wir wieder. Ihr habt nichts verpasst. Fraps ist bloß kurz abgekackt. Und wir machen mal so. Warum darfst du eigentlich noch eins spielen? Du hast gerade erst eins gespielt. Der Effekt vom blundernden Hauptmann ist, dass ich eins Spezial beschwören kann aus der Ah, Hand. okay, gut. So. Zeige mal her. Ich aktiviere erstmal diese Karte. Na? Alle auf den Monster, die du kontrollierst, erhalten nur während der Battlephase 200 Angriffspunkte. Ja. Und natürlich wieder deine Nummer 39. Mein Und Freund. ich wähle die Nummer 39. Süß-sauer, bitte. Ja. Boah, nein, frag mich nicht so viele Sachen. Oh, warte. Hast du Ich etwas? aktiviere mal den Effekt Jetzt hast du selber davon. Lebenspunkt abgezogen. Richtig, aber dafür darf ich Ein ihn hier Psi-Monster. spezial beschwören. Dö, dö. Und wir beenden die Phase. Er hat den Panda spezial beschwört mit dem Panda. Ja. Weißt du, was der Sinn davon ist? Wenn der Panda zerstört wird, kann ich das nochmal machen.
Warum hast du keine Pinguinsoldaten? Weil ich einen Bronze-Goldfisch habe und den Effekt von ihm gleich mal nutze. Mhm. Darf ich ein Monster der Stufe 4 als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören? Ich habe da auch schon einen Plan, welches ich nehme. Nämlich dieses hier. Du Psi-Zauberer. So, und jetzt mache ich eine Sie. Eine Synchron. Ich habe gar keinen Synchron-Monster draußen. Das war vielleicht ein bisschen schlecht, die Entscheidung. Würde mich ankotzen. Ja. Eine Battle-Phase bringt es ohne so. Achso. Battle-Phase bringt es nicht unbedingt. Ich wollte jetzt nochmal durchschalten und während der zweiten Main-Phase gucken, aber leider nein. So, wir beschwören nochmal den blinderten Hauptmann, ne? Ja. Kannst du meinen Fisch wegmachen? Nutzen natürlich seinen Effekt. Ach, dann den genverzerrten Kriegswolf zu holen. No. Aber ich hab da noch was. Oh, da hast du auch noch was. Banner des Mutes. Ja. Das heißt quasi der Genverkehrte. Ja, der Genverkehrte. Greift den an. Boah, hab ich erstmal nur gefragt hier. Der Hauptmann greift einen Fisch an. Und da hat er was dagegen, dass ich einen Fisch angreife. Ja. Oder? Doch, ich hab noch nichts dagegen. Noch nicht. Und das war's. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft. Okay. Dann würde ich doch einfach mal Seelennehmer aktivieren. Da darf ich eine Karte von dir zerstören. Und dafür erhältst du bitte Punkte. Ja, du, 1000. Ja. Und dann aktiviere ich meine Fallenkarte, die ich jetzt dank dir nicht aktivieren durfte. Drei Monster vom Typ Psi in meinem Friedhof kommen ins Deck und ich darf zwei Karten ziehen. Und mein Monster ist zerstört. Richtig, und ich setze diese Karte. Und beschwöre diese Karte. Und jetzt darf ich eine Spezialbeschwörung machen, nämlich von ihm hier. Du hast da gar nicht verdient. Ach, den kennen wir doch. Und aktiviere jetzt meine Wunderfusion. Opfer ich ihn und darf ihn spielen. Oh, nee. Ich mache erstmal das höhere Monster weg und ich bekomme 2000. Was? Ach, die Angriffspunkte bekomme ich als Heilung zurück. Aha. Ja. Die Karte hätte Urich eher kommen können. Ist halt so. Ja. Ein Level 10 Monster, ey. Bist du bekloppt. Und jetzt beschwöre ich meine ganz böse Karte, die auch ziemlich limitiert ist, also mit der Limitierung Stufe 1, wo man nur einen Deck haben darf, nämlich Neo Weltraum Grand Mole. Und da darf ich jetzt Folgendes machen. Ich darf jetzt die Karte angreifen. Und beide Karten gehen und zurück. Ich möchte auf die den Hand. Effekt nutzen und die kommen beide auf die Hand. Jetzt darf ich dich direkt angreifen. Und weil du ein verdammter Wichser bist. Ja. Genau deswegen. Und nur deswegen. Das bringt ja auch nicht die Karte. Ja, jetzt hast du mich ein bisschen in der Ecke. So,
beschwöre meine stille Psi-Hexe und aktiv. Okay, dann. Oh ne, du hast da was. Ja, ich hab da was. Ja. Gut, dann möchte ich bitte eine Karte anketten, nämlich die Werkzeuge vom Banditen. Elender Sack. Aktiviere meinen Rageki-Becher, werfe meinen geliebten Neo-Weltraum-Grand Mole ab und darf dafür diese Karte zerstören. Und darf dich angreifen. Ja, ja. Huan Son. Hast du nur noch 900 Lebenspunkte. Kennst du den? Da seht ihr mal, wie man gewinnt. Und zwar richtig. Ja. Mit so einem Übermonster, ne? Komm. Weißt du was? Weil ich nett bin. Ja, Aber weil ich ein Arschloch bin. Das hat es jetzt so gebracht, die 1000 Lebenspunkte. Ja. Schön. Da schmeiß ich sogar gleich meine Flasche runter. Ja, super. Ich dachte, du wärst jetzt so ausgetickt wegen. Ah, ich hab falsch. Ah! Dreck! Das erinnert mich an. Ja, an. Das hat mich ein bisschen an Mirko Let's Play erinnert. Aber nur so minimal. Ja, also Leute, das war erstmal so eine erste kurze Aufnahmesession. Und wir sehen uns bestimmt dann wieder. Ich werde das bitte randommäßig hochladen. Genau, das ist so ein Lückenfüller. Lückenfüller. Alles klar, also Leute, macht's gut. Tschüss. Ciao.